So. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, Opferschutz statt Täterschutz, aus jedem Blickwinkel heraus eigentlich eine Selbstverständlichkeit, lange aber bitter angefeindet in diesem Land. Vor dem Hintergrund ist der Unionsantrag erfreulich, auch wenn er, sagen wir mal, 2015 oder 2016 sehr viel besser angebracht gewesen wäre. 2017, als mit der AfD der Klartext im Parlament Einzug gehalten hat, wäre dann nicht spätestens Aufwachen bei Ihnen angesagt gewesen. Und schieben Sie jetzt nicht alles auf Mutti Merkel. Sie alle haben sich es schon viel zu lange im linksmittigen Liegestuhl gemütlich gemacht. Selbstgerechtigkeit gab es da stets gratis dazu, nur die Wählerstimmen, die sind irgendwann ausgeblieben. Daher wohl jetzt dieser Gesetzentwurf als Opposition. Und wir sollen Ihnen glauben, es läge Ihnen irgendwas an bedrohten und eingeschüchterten Bürgern in diesem Land. Das ist scheinheilig und durchschaubar. Zugutehalten will ich Ihnen mal, dass Sie ganz richtige Stellschrauben ausfindig gemacht haben und ausweislich der umfangreichen Datensammlung in der Begründung vielleicht wirklich begriffen haben, dass unsere Lebenswelt langsam kippt, beziehungsweise die von zum Beispiel Frauen und Mädchen. Sie schreiben es selber, jeden zweiten Tag eine Gruppenvergewaltigung laut offizieller Kriminalstatistik im Hellfeld. Geringschätzung von Frauen im Freibad, von Lehrerinnen, weiblichen Rettungskräften oder Polizistinnen. Unsere Gesellschaft kippt, und zwar hin zu einem schlechten Abklatsch einer beliebigen arabischen Großstadt. Bei den Männern bedeutet das konkret, frech und aggressiv gewinnt. Bei den Frauen bedeutet das, bloß nicht aufmucken, sonst setzt es was. Bereits für die erste Gruppe ist das eine zivilisatorische Degradierung, aber für die letztgenannte schlicht und einfach eine Katastrophe. Schön, liebe Union, dass Sie diese jetzt mit Strafverschärfungen und, Achtung, Messerparagraphen schützen wollen. Haben Sie ordentlich von uns wohl abgeschrieben, aber wenn es hilft, dann bin ich bereit, das sportlich und vom Ergebnis her zu sehen. Eins ist aber definitiv kein Zufall. Die scharenweise zur AfD überlaufende junge Generation erlebt Gewalt- und Kontrollverlust besonders umfassend. Da setzt man sich nämlich nicht mit einem Rotwein in den Nobel-Italiener oder trippelt im Kunstmuseum über das Fischgrätparkett. Da ist man in der Schule, im Club oder eben im Stadtpark nach der Abi-Feier direkt zwangsbereichert vom besten Deutschland aller Zeiten. Und eine ähnliche Verzerrung, die findet statt natürlich zwischen Arm und Reich. Friede den Hütten, Krieg den Palästen war schon immer naiv. Es läuft stets genau andersrum. Da muss es schon mal positiv hervorgehoben werden, wenn aus dem Unionspalast heraus ein paar vulnerable Gruppen hier bedacht werden. Frauen, Kinder und Alte nämlich, die körperlicher Überlegenheit bei Angriffen gegen das Leben, körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung ausgesetzt sind. Dieser schwammige Begriff ist jetzt nicht gerade die Stärke Ihres Entwurfs, aber da kann man mitarbeiten. Die einfache Körperverletzung mit mindestens 3 Monaten Gefängnis zu besehen, mit Rückausnahmen, das begrüße ich hingegen sehr. Verbrechensqualifikation bei Messertaten eben, Strafrahmen dort sowie beim Stalking leicht nach oben, Untersuchungshaft nach StPO sowie diese Fußfesseln nach Gewaltschutzgesetz erweitern. Da ist nichts gegen zu sagen, aber mal ehrlich, das ist schon ziemlich zusammengeklaubt und geflickschustert. Der Adressatenkreis, den Sie hoffentlich meinen, der versteht nur echte und umfassende Abschreckung. Das hier geht noch lange nicht weit genug. Und zum Abschluss muss ich dann natürlich noch die Vizepräsidentin Göring-Eckardt zitieren. Dieses Land wird sich verändern, und zwar drastisch, und ich freue mich darauf. Immer wieder ein Schlag ins Gesicht der einfachen Bürger. Dieses Zitat, da ist mir das zusammengeflickte Trostpflaster der Märzunion dann doch lieber. Wir werden sehen, was draus wird. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Canan Bayram.